Die Sache ist die, wenn dein vermeidender Ex schon in eurer Beziehung empathielos, verständnislos, egoistisch war, wenn er deine Bedürfnisse gar nicht gehört hat, wenn er jegliche Emotionen abgeschoben hat, besonders solche, die von dir kamen, wenn er über solche Sachen nichts hören wollte, nicht reden konnte, wenn er gar kein Verständnis für deine menschlichen Bedürfnisse hatte und dir immer das Gefühl gegeben hat, dass so wie du bist und so wie du das siehst, dass es falsch ist, dann brauchst du nichts anderes von ihm zu erwarten, wenn jetzt diese Beziehung zu Ende ist. Denn der Mensch ist so. Du siehst, dass diese Verhaltensweisen, die ich gerade aufgezählt habe, Empathielosigkeit, Verständnislosigkeit, Emotionen abschieben, diese Verhaltensweisen waren nicht da, weil du in der Beziehung teilgenommen hast, weil ihr eine Beziehung gegründet hattet. Diese Verhaltensweisen von ihm waren da, weil sie immer da waren, weil er so ist. Er ist auch mit der Nächsten so und mit der Übernächsten. Er war mit seiner Mutter so in der Grundschule und auch während eurer Beziehung. Er ist so. Das heißt, es lag nicht an dir. Und dadurch, dass er so ist, wird er auch so sein, nachdem ihr euch getrennt habt. In dieser zweiten Beziehung, die ihr jetzt miteinander nach der Trennung führt, sozusagen, ist er genau der gleiche. Nur die Art und Weise eurer Beziehung ist es eine andere. Das ist jetzt nicht mehr eine romantische Beziehung, sondern eben eine Beziehung von Ex-Partnern oder Eltern oder Arbeitskollegen, was auch immer. Es ist eine neue Beziehung, die ihr jetzt miteinander führt. Aber er ist immer noch der gleiche. Das ist seine Art und Weise. Und genau so wird er sich jetzt auch dir gegenüber verhalten. Egal welche Situation da jetzt auf euch zukommt, wenn ihr gemeinsame Kinder habt und ihr über die Kinder reden müsst, dann wird er hier genauso empathielos dir gegenüber sein. Wenn du jetzt eine alleinerziehende Mutter bist und irgendwie erschöpft und mal möchtest, dass er mal das Kind, weiß ich nicht, übers Wochenende nimmt oder über Nacht und er das nicht tut, dann ist es nur im Gleichklang mit seinem Verhalten, das er von Anfang an für immer schon gezeigt hat. Das ist nur im Einklang damit, was er, wer er ist. Also erinnere dich, wie er in eurer Beziehung war, wie er sich immer verhalten hat. Und schaue, ist er immer noch jetzt die gleiche Person während eurer zweiten Beziehung als getrennte Partner? Ist er als dein Ex-Partner jetzt immer noch empathielos? Wahrscheinlich sogar noch mehr. Weil jetzt nämlich hat er diese Maske abgelegt, die er damals für dich aufgesetzt hat. Er hat nämlich während der Beziehung immer eine Maske getragen, weil er innerlich so eine tiefe Scham empfindet. Sonst wäre er nicht vermeidend. Und um diese Scham zu verdecken, muss er ja eine Maske tragen. Diese Maske hat diese Eigenschaften von ihm wie Empathielosigkeit und Verständnislosigkeit und so weiter so ein bisschen abgefedert. Und jetzt, da ihr nicht mehr zusammen seid und da er jetzt nicht mehr um dich kämpfen muss und dich nicht mehr behalten muss und dich nicht mehr bei Laune halten muss, kommen diese Eigenschaften von ihm einfach nur noch viel schneller und viel einfacher zum Vorschein, weil diese Maske nicht mehr da ist. Diese Maske war ja immer wie so ein Filter. Weißt du noch damals in der Beziehung, wo du immer so gemerkt hast, da kommen so komische Verhaltensweisen oder so ein ganz komisches Gefühl in dir, so immer so aus seiner Maske so ein bisschen hindurch hervor. Dass du immer gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Das waren seine Persönlichkeitsmerkmale, seine wahren Persönlichkeitsmerkmale, die durch die Maske, die er immer aufgesetzt hatte, durchschienen sind. Diese Maske hat immer wie so ein Filter fungiert. Wie so ein Filter, dass seine wahre Persönlichkeit und seine wahren Veranlagungen, sich zu verhalten, so ein bisschen abfedern und verheimlichen sollte. Das heißt, du brauchst von deinem Ex keinen Trost erwarten, kein Verständnis, keine Empathie, sogar noch mehr. Erwarte noch Schlimmeres eigentlich. Bereite dich darauf vor, dass er noch schlimmer sein könnte, als wie er sich während der Beziehung gezeigt hat. Dass er lügt, dass er manipuliert, wahrscheinlich. Wenn er schon während eurer Beziehung diese Anzeichen gezeigt hat, dann ist es jetzt nach eurer Beziehung sogar noch eindeutiger. Bereite dich darauf vor. Du wirst es schaffen. Ich bin hier, um dich dabei zu begleiten. Bis zum nächsten Mal.